machst du? Mann, was, Humata? What the fuck, Humata? Warum verstehst du hier? Humata, damit alles so bei Hugo, das weißt du, ne? Ich sag oh, Knoblauchsoße, sorry! Hummus. Nein, nein! Nein! Herrliche Entspannung. Was läuft? Willkommen zum nächsten Leute. Video. Okay, ich bin sehr gespannt, was mich erwartet jetzt. Oh, oh mein Sandwich. Gott. Sandwich, warte mal. Okay, es gafft aus. Ja, oh genau, mein Gott. Zum Beispiel okay, das bin ich, Digga. Ah, oh, gar nicht mal schlecht. Ist es Papa Platte? Nicht schlecht. Ja, wenn mich ein Kumpel besucht, der schreibt mir vorher. Hey, you wanna be in my clan? Drop it. Jetzt, ja oder nein, Digga. Wanna be friends? Ja, Digga, der war voll gut in Form. You wanna be friends? One time it's not. And don't jump and I kill you. Zu leise? Jungs, wir müssen umkloppen. Ja, das sind umkloppen. We don't shoot, we're friendly Germans. Friendly Germans. Jungs, schnappt euch die Waffen. Digga, ist das Minecraft? Was ist das für ein Modus? Let's go, easy. Hä, ist das Minecraft? Was ist das für ein Video? Was ist das? Ja, jetzt ist es zu laut, ihr seid die Besten. Deutsche Mafia, das Bro. Ist so. Wie sie auch so hingestürzt sind. Tam Dao. Ganz, ganz weirder Duft. Der riecht wie ein. Wie so ein Nadelwald. Ganz würzig, Digga. Ganz, ganz krass, wie so ein Fichtenwald. Gibt ganz viele verschiedene Düfte. Kommt immer drauf an, was für ein Vibe ich gerade hab. Digga, hab ich's gerade echt in die Kam. Hab ich den gerade echt in die Kamera gehalten, ja? Oh! Muss ich am Rad spinnen? Bitte sag nein, Bro. Yes. Ich will auch einmal eine Win-Challenge machen mit den anderen, wo wir so ein Rad haben. Und dann steht da nur so Zahlen erstmal. Erste Rad ist nur Zahlen. 1, 2, das geht so bis 6 ungefähr. Dann das zweite Rad ist das Spiel. Und ja, vielleicht gibt es auch ein drittes Rad, wie viele irgendwie. Ich weiß, es gibt aber mehrere Sachen, die man macht. Stell dir vor, es kommt eine 5 und Warzone. Das ist gefährlich, ja, ich weiß. Also stellt euch das mal vor. Also du schreibst dann die Games auf und die Win-Anzahl. Und das musst du da machen. Und das kann niemand beeinflussen. Wenn du Glück hast, hast du Glück, wenn du Pech hast, hast du Pech. Das könnte aber auch hochgehen. Also die maximale Zahl müsste 10 sein. Weil 10 Vollgeist ist möglich. Stell mal vor, 10 Warzone. Ich schwöre, 10 Warzone-Wins. Das Ding ist over. Das wäre aber eigentlich die Idee. Bestell direkt zum Glücksrad einen Rasierer dazu. Das wäre aber eine geile Idee. Man müsste dann so Games machen. Velo, Warzone, Fortnite, Pro Club, Fall Guy. Habe ich schon Folgendes gesagt? Ja, das kracht gerade in meinem Kopf. Aber die Idee ist schon lustig eigentlich. Und ein drittes Rad mit Bestrafung. Drittes Rad mit Bestrafung wäre auch lustig. Zu viert easy. Sappig. Du hast das anscheinend noch nicht. Du bist anscheinend noch nicht hier so lange dabei. Es ist nicht so einfach, wenn irgendwelche hobbylosen Kinder dich versuchen zu streamsnipen und in Warzone spielen ungefähr noch 50 Leute auf der Welt. Und das heißt, von diesen 50 Leuten in der Lobby oder 100 dann sind ungefähr 75 irgendwelche Wichser, die dir auf den Sack gehen wollen. Das Ding ist over. Verstehst du das? Wir haben letztens für Warzone, für 2 Wins, haben wir 12 Stunden oder so gebraucht. Für 2. Und bei den einen hatten wir Glück, weil die einfach Erbarmen mit uns hatten, weil die uns 5 Stunden gestreamsnipt haben. Also dieses Rad wird auf jeden Fall mal kommen. Okay, auf 3. 1, 2, 3. Digga, ich muss kopfen. Das sieht nicht gesund aus. Ist der noch gut? Sieht der immer so aus? Hier das Essen? Das ist scharf. Das geht. Geht doch. Angenehm. Geht. Ist angenehm. Ist doch nichts dabei. Ist doch nichts dabei. Boah. Die Lampen gehen geil aus. Ich spür's. Es trieft und rennt. So you take it from the heart. Aber
Aber das ist eigentlich eine coole Sache. Auf den Stuhl zu hauen, der gibt ja so ein bisschen nach. Das könnte der Trick für ihn sein, damit er sein Zimmer nicht zerlegt. Da könnte ich mir was abgucken. Marc sieht immer so reich aus. Das ist unglaublich, wie reich der Typ einfach immer aussieht. Ich fand, ich habe mich aber gut geschlagen. Ich saß die ersten 2 Minuten wie ein Löwe da. Dann hatte ich eine kurze Schwächephase zwischen Minute 2 und 7. Aber dann ging es wieder. Sieht nicht nur so aus, er ist es auch. Das stimmt. Ich glaube, wenn ich mit dem Dings dagegen haue, wird auch nichts passieren, oder? Den Trick muss ich mal ausprobieren. Es war ein Löwe. So ein geheimer Wunsch von mir. Ich wollte schon immer mal mit so einem Golfschläger jemandem, ne, wisst ihr, einen mitgeben. Das probieren wir jetzt mal aus. Man natürlich auch alles stilecht machen mit dem Audemars PG Nick Waldo. Digga, stell dir mal vor, du wirst von einem AP Golfschläger erstmal zentriert bekommen. Ah, okay, doch. Aber man muss auch damit sehr genau treffen, weil wenn du hier triffst, glaube ich, dann geht da sehr viel Kraft verloren. Haben wir das auch erlebt, ne? Jetzt für dich jegliches. Und schon ist es vorbei mit der Seriosität, euer seriöser Uhrenverkäufer. Jetzt schon vorbei, jetzt schon wieder vorbei. Wir sind gestern zurückgekommen. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh, mein Bein. Oh. Seine Parfümsammlung das ist wirklich, also die kracht, glaube ich, richtig rein, auch vom Preis her. Das Einzige, was die Schmerzen lindern würde, wäre, wenn jemand eine Uhr kaufen will. Oh. Bei Satte Hugo läuft es ja auch sehr, sehr gut. Tatsächlich habe ich dich jetzt noch nicht in der Kundenkartei gesehen, aber ich werde dir ein paar gute Uhren empfehlen. Also kannst dich auf jeden Fall darauf freuen und das wird sicher ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr gutes Investment. Mach schon mal das Girokonto ready, ne? Das wird jetzt geplündert. Grigor, willst du dich mal bei mir kaufen? Da muss doch langsam mal bei dir laufen, ne? Ich hab dir das schon mal erklärt, ne? Man qualifiziert sich hiermit, mein Lieber. Wie lange willst du noch warten? Irgendwann musst du bei mir abdrücken, wie jeder andere auch. Ich sag das immer wieder, er hat das so smart gemacht. Ich hab's ihm auch selber gesagt. Ohne Witz, Chen, ich hab mir eine Uhr letztens auch bei ihm geholt. Ich wollte mir eine Uhr holen, ja? Und ich wusste nicht, wo ich diese Uhr herbekomme, weil bei Rolex ist es schwierig, sowas. So, du... Selten bekommst du mal eine Uhr auf Liste, so von Rolex oder so, ne? Und du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Ja, ich weiß, Chrono und so. Und dann gibt's aber eine fette Überweisung von, weiß ich nicht, wie viel, Tausenden von Euros dann. Sagen wir, du willst eine Uhr für 10.000 holen, ne? Dann wisst ihr ja gar nicht, wo ihr anfangen sollt, weil ihr könnt... Ich dachte, es wäre immer so. Es ist aber nicht so. Falls ihr jemals denkt, wenn ihr euch eine Rolex kaufen wollt, geht ihr jetzt einfach, ihr sucht euch eine Rolex aus, so, ah, okay, die will ich haben. Dann geht ihr in den Rolex-Store und sagt, einmal bitte die Uhr. So läuft das nicht. Die gucken euch an. Dann lachen die euch kurz aus und dann sagen die, die schreiben dich nicht mal auf eine Liste. Du brauchst überhaupt Glück, um auf eine Liste geschrieben zu werden. Und wenn du ganz viel Glück hast, nach so ein paar, kommt drauf an, wer du bist so, aber nach einer bestimmten Zeit, das kann 2-3 Jahre dauern, dann kommen sie und sagen, jo, wir haben jetzt die Liste hier, wir haben die Uhr hier, kannst du haben. Nach 2-3 Jahren oder auch manchmal schon nach ein paar Monaten, kommt ein bisschen drauf an, wer du bist, was für eine Uhr und sowas. Das läuft so nicht. Und dann weiß man nicht, wo man anfangen soll. Und er hat das System gedribbelt. Er arbeitet mit Influencern zusammen oder auch mit Influencern. Und die kaufen bei ihm und die würden, wenn ihr, sagen wir, Monte holt sich eine Uhr bei Marc und ihr wisst, okay, wenn Monte sich da eine Uhr geholt hat oder irgendein anderer YouTuber, Justin oder es gibt ja viele, die schon bei ihm Uhren geholt haben, dann ist das vertrauenswürdig, da kann ich kann da mein Geld hinüberweisen, ich werde diese Uhr bekommen, er steht in der Öffentlichkeit, da wird nichts passieren, da ist auch nichts mit verarschen, so, dass die falsch ist oder so, das Ding ist over. Wisst ihr, was ich meine? Und er hat das super clever gemacht. Hab mit ihm auch letztens einen Talk darüber gehabt, so, haben länger darüber geredet, ich mag es mit ihm darüber zu reden, also mit ihm generell zu reden, ist sehr interessant. Bin auch ein bisschen besser jetzt schon mit ihm in Kontakt, muss ich sagen, ist ein smarter Geschäftsmann, muss ich sagen. Smarter Geschäftsmann. Am Sonntag nehmen wir genau hier eine Schärfe-Challenge auf. Im Stream, live. Also in, klar, was ist denn das? In 5 Tagen oder so. Da wird's krachen. Der bringt irgendwelche verrückten Chilis mit und dann werden wir die hier gemeinsam im Stream essen. Ah, da werde ich loslassen. Ja, ich werde mich ficken lassen, was ich brauche. Fina 1, genau. Was? $3 weniger Gewinn im letzten Monat? Ich muss hier wohl mal ganz andere Seiten 18, aufziehen. Sie hat's heute... Also es geht wahrscheinlich nur zwischen 18 und 22 Uhr. Ah, da bin ich. Ne? Oha, schon Clips vom Cup. Zum ersten Mal gespielt. Aufziehen. Sie hat's heute zum ersten Mal gespielt. Das will ich auch, ich will das auch. Ich schreibe einmal, diesen Sound will ich haben bei 20er Subbomb. Das ist übertrieben lustig. Und den stelle ich aber dann aus ab 0 Uhr oder so. Ich weiß nicht, wie laut es bei euch im Stream war, aber die Kopfhörer haben vibriert. You're the best, man, I love you. Was ist das denn, Digga?
Und why always me? Like im Papi Platti. Why always me? Like im Papi Platti Platti ab. Why always me? Like a Balotelli. Eli Jelly, I see your videos on YouTube. Das war ganz schlimm. Ich bin gerade nur noch ein bisschen am Zweifeln, ob. Gatorade me, bitch. Ich bin nur ein bisschen am Zweifeln. Der Mann. Wie nennt der sich? Oh, wie nennt die sich denn alle? Am Zweifeln. Achso. Der Mann hat ein verficktes Gerät, Junge, was er hier zwischen seinen Zeigefinger und seinen Mittelfinger macht. Dann kann er so das zusammen machen und dann kann er Chips damit essen, damit er sich nicht die Hände dreckig macht. Digga! I think I found the perfect device for people who want to game and snack at the same time. Das hat Basti. Basti hat das. Und jetzt habe ich hier meine Fingergabel, meine Fingerzange. Kann damit sozusagen meine Maus weiter bedienen. Kann trotzdem, ohne Finger schmutzig zu machen, meine Chips essen. A little bit of Good. In my life. A little bit of es ist eine normale Tastatur, Bruder. Es sieht wirklich nicht so ekelhaft aus. Let's hook im VR-Chat. Ah, hallo Manfred. Ach, die schlagen sich wieder. Ich seh nix. Come here, little piggies, on my lap. Ja, der Typ hat so einen Knacks, wirklich, der hat so einen Schaden. What a little time, Maxi. Can I kiss you? Yeah, yeah, you can. You make it look like it's... Wie krass ist der Skin? Krass, ziemlich krass. Danke. Hätte ich mein Nucci auch... Bossi, wieso lachst du? Das würdest du auch gern machen. Komm, jetzt hätte ich den Auge, danke für dein Verschenken. Hab ich leider nicht. Ja, das ist es. Da wurde ich gebannt, weil ich zu viele Skins hatte. Boah, das weiß ich nicht, ob das der Grund war. Und weil ich gecheatet habe. Ja, das auch noch. Boah, Level 294 und ein Level brennt, weiß ich nicht. Da würde ich direkt mal leaven, oder? Gib ja drei Argumente, warum du kein Streetsniper bist. Selber geliebt, okay. Hallo? Maus aus Hawaii? Digga, was geht denn bei dir ab, Maus? Maus? Focus Mani. Focus Mani. Ah, ich wette, der hat mich schon ein paar Mal gekillt, der Wichser. Digga, was geht denn bei dir ab, Maus? Ich schwöre, das ist das schlechteste Mikrofon, was ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Hört man mich? Ja, ihr redet da? Ja, ich bin die Maus Hawaii. Hallo? Hallöle. Oh. Das ist dein... So sagst du Hallo? Ja. Hallöle. Ja. Ja, was machen wir jetzt? Ich wollte eigentlich hier landen, ein paar Missionen machen. Warum hast du keine Schule? Ich hatte keine Lust, heute zu gehen. Oh. Aber heute kann ich nicht lange. Danach gehe ich noch rauchen. Was rauchst du? Zigaretten. Ich will eigentlich aufhören, aber irgendwie auch nicht. Wenn das Nikotin dir in jede Faser deines Körpers steigt. Aber man hat jetzt ab und zu auch so im Sprachchat NPCs. Ich dachte, du wärst jetzt ein NPC. Ein Bot hört sich ganz anders an. Ein Bot ist ganz motiviert, nicht so wie ich. Krass. Schlaf. Kindlein, schlaf. Der Vater hüt die Schaf. Verniedert und Tobago. Verniedert und Tobago. Verniedert und Tobago. Trinkt ne Pulle Vitavette große. Dieses verfickte Meme. Warum diese ganzen Memes? Wobei, was ist eigentlich dieses Neueste? Eli Geller auf die 1. Das hat sich irgendjemand ausgedacht und daraus wurde auch wieder ein Meme. Everything has changed. Every day.